Hallo Leute, bevor es mit dem regulären Video weitergeht, wollte ich euch erstmal noch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 wünschen und eine kleine Ankündigung noch voran. Und zwar habt ihr ja schon mitbekommen, ich habe jetzt mein letztes Video vor 6-7 Monaten hochgeladen. Ich habe jetzt mir überlegt, für dieses Jahr vielleicht mal etwas anderen Content zu bringen. Mehr in die Richtung Unterhaltung und ein bisschen vom Messerthema weg. Vielleicht kommen auch ein paar Lost Places. Wer mich auf Instagram schon etwas länger verfolgt, der sieht, dass ich mich in letzter Zeit sehr viel draußen rumtreibe. Ich habe auch in der Zeit, in der ich abwesend war, schon sehr viele neue Leute kennengelernt, auch unter anderem durchs Urbexen. Und ich habe auch sehr viel Zeit damit verbracht, auf Google Maps und Google oder YouTube irgendwelche Locations rauszusuchen. Ach, das ist manchmal echt anstrengend. Ja, und das wird also dann demnächst auch mal auf euch zukommen. Ich hatte auch schon die Überlegung, das alles auf einen Zweitkanal zu machen, ob ich jetzt einen neuen Kanal eröffne oder einen alten von meinen ganzen Nebenaccounts reanimiere. Habe ich jetzt überlegt. Werde ich aber nicht machen, weil ich dann wahrscheinlich mehrere Kanäle habe, die ich inaktiv führen werde, deswegen ich das dann alles auf einen packen möchte. Messervideos werden natürlich trotzdem kommen, auch wenn es selten bleiben wird. Aber ist immerhin besser als gar keine Videos, weil ich werde halt was anderes jetzt noch machen. Lasst euch überraschen, was es werden wird. Ich weiß es selber immer noch nicht so genau. Es soll halt nur ein bisschen mehr Unterhaltung werden. Aber wer ein Problem damit hat, der kann gehen. Es ist ja jeden hier frei, ob er bleiben möchte oder nicht. Zudem möchte ich mal meine enorme Reichweite von fast 600 Abonnenten mal noch sinnvoll nutzen. Meine Fresse, sind viele Leute in letzter Zeit dazugekommen, obwohl ich so lange inaktiv war. Das ist echt nicht selbstverständlich. Dafür kommt aber irgendwann mal noch ein extra Video. Hab euch alle lieb. Aber kommen wir mal zu meinem Anliegen. Ich möchte euch zwei Kanäle vorstellen von Leuten, die ich sehr schätze, mit denen ich auch schon sehr viel unterwegs war, mit denen ich auch schon einiges erlebt habe. Der erste Kanal, den ich euch vorstellen möchte, wird vom lieben Micha und seiner Familie geführt und heißt Zorpus Punch. Momentan kommen auf dem Kanal hauptsächlich Lost Place Videos, aber ab Mitte dieses Jahres soll da auch noch demnächst was anderes kommen. Und vielleicht werde ich auch dabei sein, vielleicht seht ihr mich da auch schon. Ich hatte übrigens auch schon andere Gastauftritte auf diesem Kanal. Eine sehr detailreiche Liege quasi. Ich mache nur Spaß, alles gut. Moin. Wer das Kurhaus-Video gesehen hat, der könnte vielleicht die eine dritte Person schon gesehen haben, die da teilweise im Hintergrund mit rumstand und fotografiert hat. Das war ich. Guten Tag. Der zweite Kanal, den ich in dieser Liste vorstellen möchte, ist David's Life and Places vom gleichnamigen Kanalinhaber David. Bei dem war ich inzwischen auch schon mehrmals auf Tour dabei. Ein wirklich empfehlenswerter Kanal, der momentan auch ziemlich stark am Wachsen ist. Vor nicht mal einem Monat war der gerade mal bei 150 Abonnenten und jetzt sind wir schon bei über 330 Abonnenten. Schaut bei den beiden gerne auf ihren Kanälen vorbei und checkt vor allem mal ihre Instagram-Seiten aus, denn da sind sie auf jeden Fall sehr aktiv, was Beiträge angeht. Da seht ihr immer, wo sie sich gerade aufgehalten haben. Zudem möchte ich natürlich auch noch hier den Lars erwähnen, der auch bei unseren Touren öfters vertreten ist, der aber keinen eigenen YouTube-Kanal hat. Von dem verlinke ich die Instagram-Seite natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Schaut euch die drei mal an und guckt natürlich auch gerne bei mir vorbei. Und ja, das wäre es dann auch schon gewesen. So, und jetzt viel Spaß beim Video. Haut rein! So, willkommen zu einem neuen Messervideo auf meinem Kanal. Ist jetzt schon wieder eine etwas längere Zeit her, seitdem ich das letzte Review gebracht habe. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Ich möchte euch jetzt heute auch als kleine Entschädigung nicht ein Messer vorstellen, sondern zwei Messer vorstellen. Und zwar von der Marke Enforcer. Wir haben hier einmal das Mat 1 und einmal das FDF. Fangen wir der Reihe nach an. Wir gucken uns jetzt erstmal hier die Scheide zu den Dingern an. Die Materialien bei den Messern sind gleich. Also bei den Griffen haben wir, wenn wir gleich noch dazu kommen, wir haben hier Nylonscheiden, die die Messer auch schön in Position halten. Also es klappert hier ein bisschen, aber das Ding hält auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Wir haben hier eine Gürtelschlaufe, wo nochmal etwas Plastik drin ist, damit das Ding stabiler ist. Dann haben wir hier noch ein Druckknopfsystem bei beiden. Der Innenraum sieht beim Mate 1 folgendermaßen aus. Wir haben hier zwei etwas dickere Riemen drin, damit die Klinge Platz hat. Und dann haben wir hier eine schöne Naht dran. Und ja, das Ding klingt ein bisschen nach Plastikauskleidung, aber hier sieht man jetzt nicht viel. Nur so ein bisschen, dass hier
verstärktes Material drunter ist. Ja, aber ansonsten ist wirklich eine gute, solide Scheide. Wiegt ungefähr 61 Gramm. Zu dem Gewicht kommen wir dann gleich nochmal zurück. Und bei dem FDF sieht es ähnlichermaßen aus. Wir haben hier eine schöne Gürtelschlaufe dran, die etwas dünner ausfällt. Haben hier auch wieder verstärktes Material dahinter. Dann haben wir noch diese Konstruktion hier. Wofür genau das ist, weiß ich nicht. Dann haben wir hier unten nochmal eine Schlaufe, das dient wahrscheinlich dann als Neckknife. Dann haben wir hier nochmal zwei Ösen. Wir haben hier übrigens außerdem noch eine kleine Tasche vorne dran, wo man auch noch hier Sachen wie einen Feuerstahl oder sowas ähnliches reintun kann, wie ich es schon gemacht habe. Ist zwar ein bisschen eng, vor allem wenn das Wasser drin liegt, aber egal. Braucht man nicht unbedingt. Dann hat man hier wieder ein bisschen Plastik drin, damit das Messer nicht die Scheide kaputt macht. Wäre natürlich auch dumm. Hier haben wir auch wieder ein Druckknopfsystem, wo das Messer dann drin gehalten wird. Ja, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr, das legen wir jetzt zur Seite. Kommen wir zu den Messern. Ich stelle euch jetzt erstmal die Daten vom MAT 1 vor. Für das MAT 1 haben wir folgende Daten. Wir haben eine Klingenlänge von 16,5 cm. Minus der Kerbe, die die Klinge etwas verkürzt, haben wir nur noch eine Klinge von 15,9 cm. Bestehend aus einem 8CR13 MOV Stahl. Die Grifflänge beträgt 13,2 cm und ist aus G10 gefertigt. Die Gesamtlänge beträgt 29,7 cm. Das Messer ist ungefähr 378 Gramm schwer, plus der 61 Gramm für das Holster. Die technischen Daten zum Enforcer FDF sind folgende. Die Klinge beträgt 11,2 cm. Mit der Ausnehmung haben wir nur noch eine Klingenlänge von 10,8 cm, die ebenfalls aus dem 8CR13 MOV Stahl besteht. Der Griff ist 11 cm lang und besteht ebenfalls aus dem G10 Griff wie beim MAT 1. Die Gesamtlänge beträgt 22,2 cm und das Gewicht liegt bei 166 Gramm plus der 67 Gramm für das Holster plus der 10 Gramm für den Feuerstahl, der schon drin ist. Ist also, wie man schon merkt, deutlich leichter im Gesamtpaket als das MAT 1. So, kommen wir jetzt mal zu den Praxistests. Als erstes machen wir Schnitzen. Und zwar habe ich dafür zwei kleine Fichtholzbretter schon mal zerlegt, damit ich nicht ganz so viel Material verschwende. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie gut das hier schnitzt. Das habe ich schön trocken gelagert, damit das nicht so nervig aufdröselt. Und ja, also wir versuchen jetzt erstmal eine kleine Spitze ranzumachen. Ihr seht, das FDF arbeitet sich hier gut durch, nur bei den Ästen hat es ein paar kleine Probleme. Das haben wir jetzt aber wieder wegbekommen. So, also die Spitze habe ich jetzt hinbekommen. War jetzt ein bisschen nervig, weil sich das Material ein bisschen in die Hand drückt, vor allem hier diese ziemlich brutalen Jimpings. Außerdem kann man hier nicht schön in den Vordergriff gehen, weil hier ist nicht viel Platz für den Zeigefinger. Was ich aber schön finde, ist, dass hier alles abgerundet ist, deswegen ist dann doch nicht so sehr an der Hand wehtut. Außer dann halt hier oben der Steg, wo hier die Jimpings drin sind, aber das ist wahrscheinlich dann mit Handschuhen verkraftbar. So sieht das Ganze dann aus. Dann versuchen wir auch gleich mal hier noch ein paar Flocken reinzumachen. Dafür nehme ich das andere Ende jetzt. Ja, sieht schon mal gut aus. Also damit kann auf jeden Fall was angefangen werden. Ja, so. Machen wir hier noch ein bisschen was. Man kann auf jeden Fall sehr schön damit arbeiten. Machen wir hier noch ein paar. Ja, vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen üben vorher. Mache ich halt nicht ganz oft das mit dem Flocken machen fürs Feuerholz. So, wir machen das Ganze jetzt mal ab. Oh, da fliegt weg. Na toll. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen was klein. Und dann probieren wir auch dasselbe gleich mal mit dem MAT 1 aus. Aber bevor wir das machen, kommen wir zum Feuertest. Da ich jetzt die Vermutung habe, dass es mit diesem Ding hier nichts wird, dass wir das ja zum Zünden bekommen, habe ich mir dafür etwas Watte besorgt und das werden wir jetzt hier mal so ein bisschen auseinander rupfen, damit es dann halt auch besser anfangen kann. Und dann probieren wir damit mal Feuer zu machen. So, wir nehmen natürlich hier den Klingrücken, wollen ja nicht die Schneide kaputt machen. Ah, das will nicht so.
Ah, jetzt. Okay, also es geht los. Ja. Jetzt müssen wir es irgendwie noch am Leben erhalten. Also es brennt auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall mit dem Messer machen. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass hier ein bisschen abgerundet ist. Aber ihr seht, man kann damit Feuer machen. Das ist also auf jeden Fall schon mal ein Punkt für dieses Ding. Ja, das tut halt, wie gesagt, nur beim Arbeiten ein bisschen weh. Vor allem jetzt hier auch wieder mit den Jimpings. Aber ist eher so eine Nebensache. Also Feuerstahl kann man damit bedienen. Das hier ist jetzt auch nicht der optimale Feuerstahl, da gibt es bessere. Das Messer hier hat erstmal den Test überstanden. Kommen wir also zum Mat 1. Machen wir das mal das Feuer aus. So, das Mat 1, der größere Kumpane von den beiden. Wir probieren jetzt erstmal dasselbe wie beim anderen. Wir machen jetzt erstmal hier eine Spitze. Auf der Seite ist ja schon einer. Also machen wir das jetzt hier getrost. Weiter. Das Gute an dem Ding ist, wir haben hier viel mehr Fläche zum Arbeiten, da wir eine längere Klinge haben. Und da kann man natürlich auch viel besser schnitzen. Und ihr seht, das geht wie Butter hier durch. Oh Mann, warum mache ich das eigentlich? Also, ihr seht, es geht schon um einiges besser, dadurch, dass wir hier auch ein bisschen mehr Gewicht haben und da wir auch eine längere Klinge haben. Wir haben hier außerdem einen Hohlschliff, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Kann man aber mal noch mit einbringen. Also hier Hohlschliff, der bis ungefähr zur Hälfte der Klinge geht. Und hier beim FDF hat man einen Flachschliff. Das Ding verjüngt sich hier unten wieder. Wir haben also bei beiden eine Drop-Point-Klinge. Wir machen jetzt wieder Flocken damit. Also man merkt auf jeden Fall, es läuft viel besser als das andere. Wir kommen dann auch gleich noch zum Betoning. Ich möchte jetzt hier nur noch mal schnell ein paar Flocken machen. Also ihr seht, man kann auf jeden Fall auch hier mit schöne Flöckchen machen. Ich hoffe, ich halte das jetzt auch alles in die Kamera. So sieht das dann aus. Machen wir mal ab. Machen wir noch einzelne Flocken. Und dann machen wir wieder ein kleines Feuerchen. Also wir gucken erstmal, ob das Ding mit dem Stahl bedienen kann. Dann geht's mal los, ja. Also dann nehmen wir wieder unser Wattepad und versuchen unser Glück mit dem Messer was hinzubekommen. So, machen wir es hier wieder ein bisschen auseinander, damit das Feuer die Funken auch greifen können. Ja, das dürfte reichen. Legen wir es hier mal rein. Und dann probieren wir unser Glück. Machen wir es wieder mit dem Klinkrücken. Okay, ich merke schon, hier rutscht man jetzt wirklich drüber. Mit den Jimpings geht's aber, und das ist aber, naja. Aber Funken kriegt man nicht hin. Ich probiere es jetzt mal mit der Ausnehmung für den Finger, ob die scharf genug ist. Ansonsten muss ich mit der Klinge probieren, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ja, naja, man hat hier jetzt nicht wirklich viel Fläche. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich hier einen zu kurzen Feuerstahl habe. Wir nehmen jetzt hier mal das untere Ende der Klinge und probieren damit unser Glück. Ja. Also man kriegt Funken hin. Okay, jetzt geht's los. So muss es sein. Legen wir mal was drauf. Und da seht ihr auch schon, auch hiermit kann man Feuer machen, wenn auch ein bisschen schlechter, da man halt auf die Klinge zurückgreifen muss, auf die scharfe Seite. Ist jetzt kein Punkt fürs Mat 1. Ja, egal, aber ihr habt gesehen, man kann was damit anfangen. So. Steht sich jetzt aber doch nochmal aus. Nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Und das kommt jetzt erstmal zur Seite. Okay, kurze Unterbrechung. In den nachfolgenden Minuten werdet ihr sehen, wie ich verzweifelt versuche, mit den Messern Hartholz zu betonieren. Wem es zu unangenehm wird, der kann jetzt abschalten. Allen anderen wünsche ich jetzt noch viel Spaß beim Abcringen. Vielen Dank. So, kommen wir zum letzten Test. Diesmal fangen wir auch wieder mit dem kleineren der beiden an. Wir haben hier ein bisschen Kaminholz, das ich jetzt mal zweckentfremden muss, um damit Betoning auszuüben. Das hier ist jetzt Buchenholz und wir gucken jetzt mal, wie weit wir mit dem Messer durchkommen, ob wir es auch gespaltet bekommen und so. Los geht's. Ah. Ja, also es hat auf jeden Fall schon mal meinen Klotz entschärft. Und wir sehen, wir kommen auf jeden Fall durch, aber nicht weit. Wir haben nicht so eine lange Klinge. Das heißt, ich muss hier ein bisschen auf den Griff rumkloppen, damit wir hier weiterkommen. Also, es geht durch. Jetzt will es auch
zu Ende bekommen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht auf die Finger dabei, wenn ich das hier mache. Ah, naja, es dreht sich schon zu weit nach unten hier hinten. Wir probieren das jetzt hier nochmal. Okay, ja, das, nee, das Ding muss ich dann nachher auf jeden Fall erstmal wieder gründlich sauber machen. Nope. Okay, es hat ab. Also mit dem Messer kann man das Betoning eigentlich sein lassen. Es ist ein bisschen zu kurz dafür. Ich könnte es euch nicht zum Betoning empfehlen. Also ihr könnt es gerne selber versuchen, aber ich würde es lassen. Jetzt muss ich das erstmal wieder rausbekommen. Also das hier Betoning, nee, lieber nicht. Kommen wir zum Mat 1, zum größeren. Und dann probieren wir es hier nochmal. Wir nehmen eine andere Stelle und dann kloppen wir mal eine Runde. So. Ja, geht schon rein, aber nur nicht so, wie ich es will. Warum willst du nicht? Na komm schon. So, probieren wir unser Glück hier oben nochmal. Ja, hier geht's schon wieder. Ja. Hier geht's gut durch. Ja, und so sieht schon wieder der Stab aus, mit dem man das bearbeitet. Meine Hände sind inzwischen auch schon Eisblöcke. Ich ziehe mir mal kurz Handschuhe über. Komisch, das will nicht. Na komm raus. Vielleicht nehme ich auch einfach zu hartes Holz. Das kann auch sein. Na komm. Okay, also irgendwie will es nicht. Wir probieren es jetzt hier hinten an der anderen Stelle nochmal, wo das FDF das letzte Mal nicht mehr weitergekommen ist. Ja, es geht auch schon besser, so wie ihr seht. Naja, hier unten war jetzt nochmal ein Ast drin. Also in der Mitte geht es auf jeden Fall nicht. Der Kern ist offenbar zu hart dafür. Ach, es will nicht. Es ist doch wieder zum Kotzen. Okay, Betoning müssen wir wahrscheinlich mal nochmal mit anderem Holz probieren, wenn ich mal wieder richtig auftreiben kann. Aber ihr habt gesehen, man kann damit auf jeden Fall was anfangen, was Stützen und Feuermachen angeht. Aber Betoning, ja, ich glaube, es wird wahrscheinlich eher am Holz liegen als an den Messern. Das müssen wir wirklich mal wiederholen irgendwann. So, das Betoning wurde an der Stelle mit den beiden Messern abgebrochen, da ich das falsche Holz verwendet habe. Ja, ich muss mir mal ordentliches Holz dafür raussuchen. Wir haben hier auf jeden Fall trotzdem zwei sehr taugliche Messer und die werde ich jetzt erstmal nochmal sauber machen. Also fürs Arbeiten, fürs Handling ist auf jeden Fall das hier wirklich besser. Es hat einen größeren Griff. Der ist zwar ein bisschen klobig, aber auch schön abgerundet. Bei dem hier hat man halt noch den Metallsteg oben drin, den fühlt man auf jeden Fall, wenn man damit arbeitet. Finde ich nicht so schön, da ist das hier wirklich besser. Was das Schnitzen angeht, ist das hier auch um einiges besser, da es halt mehr Klinge hat. Aber das hier reicht auch auf jeden Fall aus, mit dem kann man besser Feuer machen. Die Jimpings fühlen sich hier bei beiden ziemlich rau an. Hier hat man noch ein bisschen mehr, die sind ein bisschen enger zusammen. Hier hat man größere, ist nicht so meins. Ja, aber ansonsten, die Messer haben das jetzt alles trotzdem, auch obwohl ich sie jetzt hier so behandelt habe, gut weggesteckt. Ja, wir haben hier auch noch Schlaufen dran und die machen auch ihren Job. Man kann die Sicherheit auch quasi ums Handgelenk machen, dann kann man damit besser hacken. Also was hier größere Arbeiten und gröbere Arbeiten angeht, ist das Mat 1 wirklich um Weiten voraus. Das soll es jetzt auch zu den beiden Dingern gewesen sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.